Hallo, ich möchte euch heute das Programm Fingermenü vorstellen. Wie der Name schon vermuten lässt, ist es ein Menü, das mit Fingern zu tun hat. Es ist also bedienerfreundlich, zumindest bedienerfreundlicher als die Geschichten, die wir von Windows Mobile bisher kennen. Hier habe ich zwei Icons, und zwar einmal zum Starten und einmal zum Beenden von diesem Programm mit Fingermenü. Also ich kann diese Verknüpfung auch in den Autostart kopieren, dann wird dieses Programm immer gestartet mit Windows. Ich starte das jetzt mal. Ich zeige das jetzt hier mal an dem ganz einfachen Beispiel Datei Explorer. Wenn ich also hier unten auf Menü klicke, kommt erst ganz kurz das alte Menü und kurz darauf dann das neue. Also das hier ist Fingermenü. Ich kann jetzt hier hoch und runter scrollen, habe genau dieselben Menüeinträge wie im Original Windows-Menü, und wenn ich etwas anklicke, zum Beispiel senden wollte ich jetzt nicht, aktualisieren, dann wird das dann auch gemacht. Fingermenü funktioniert aber nicht nur im Windows Datei Explorer, sondern zum Beispiel auch im Total Commander. Wenn ich dieses Programm in anderen Programmen nutzen möchte, wie zum Beispiel halt im Total Commander, dann kann ich das über die Registrierung erledigen. Hier habe ich einen Eintrag für Total Commander angelegt. Der sieht so aus, das ist ein String. Und zwar Prozessname muss immer da stehen, dann dieser Unterstrich und dann Total Commander und eben halt die ausführende Exe-Datei. Und das war's. Fingermenü vorher beenden, dann hier diese Änderung machen und Fingermenü wieder starten, und dann funktioniert das. Ich denke einfach mal, dass dieser Schönheitsfehler, zum Beispiel, dass das alte Windows-Menü vorher kurz auftaucht, ich denke, dass das dann mit der Zeit auch noch behoben wird. So, das war's erstmal zum Thema Fingermenü. Wir sehen uns wieder bei einem anderen Programm.